Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Bar Sex hier auf meinem Channel. Und in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, Baby Bronco als Captain. Und heute werden wir einen neuen Captain auserwählen. So, wir können auch eigentlich mal irgendwann Überleben machen, da wird uns halt random irgendwas zugewiesen. Aber erstmal möchte ich noch mehrere Captains ausprobieren. So, haben wir den eigentlich schon mal als Captain gehabt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben jetzt alle gehabt als Captain. Außer ihn. Hier haben wir eine Menge Beweglichkeit und Intelligenz. Okay. Wen nehmen wir eigentlich noch mit? Scheiße. Nehmen wir. Ach, scheiße. Wen nehme ich denn mit? Baby Bronco? Sollen wir Baby Bronco mitnehmen als Gefährten? Weil er hat die Stärke, die uns noch fehlt. Ja, wir nehmen Baby Bronco mit als Gefährten. Okay. Oh, da musste ich aber schnell überlegen. Okay. Wir nehmen natürlich zuerst mal das hier mit. So. Okay. Baby Bronco wird also als Gefährte mit reingepackt. Wir haben sehr viel gelernt in der letzten Folge, weil wir sehr krass überleben mussten. Das werden wir auch diese Episode nutzen und versuchen zu gewinnen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch schon gewonnen, oder? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. So, die Figur auf jeden Fall mitnehmen, ganz klar. Und essen. So, dann nehmen wir hier noch die Waffe mit. Haben wir Baby Bronco hier? Da ist er doch. So, nehmen wir die Schaufel. Nehmen wir jetzt dieses Baby Bronco mit, der ist nämlich ganz, ganz wichtig. Wir brauchen nämlich einen zweiten Gefährten, sonst wird das nichts. So. So, mitgenommen. So, was haben wir noch? Klebeband ist immer nützlich. Essen. Ich sehe die Gasmaske. Wir brauchen die Gasmaske. Oh, scheiße. Okay. Wir nehmen... Ich wollte die Gasmaske mitnehmen. Fuck, die kriege ich. Nehmen wir das Telefon noch mit. Wir haben nicht sehr viel Essen dabei. Aber egal, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Die Gasmaske war mir sehr wichtig, weil die echt schwer zu kriegen ist. Und das Buch. Ach du Scheiße, das Buch. Das Buch hätten wir auch mitnehmen müssen. Ja, sowas fällt einem erst später ein. Das ist halt totale Panikaktion. Man hat nur eine Minute Zeit, alles einzusammeln. Egal. Alles wird gut. Wir kriegen das hin. Wir haben schon mehr als... das hingekriegt, was wir jetzt hier haben. Außerdem kriegen wir ja zusätzlich Rationen, glaube ich, noch, ne? Ja, wir haben acht Stück. Wir hatten vorher, glaube ich, immer 11 oder 9. 9 Stück, glaube ich. Also, es sieht nicht schlecht aus. Mein Herz, So, trifft 5 erfolgreiche Intelligenzentscheidungen. Okay. Das kriegen wir doch hin. Ja, das kennen wir schon. Captain, alle Missionen des Astrobürgers beginnen mit einer ermutigten Rede. Ja, komm. Intelligenzentscheidung, die erste. 8 Suppen. Wir gucken erstmal. Wir machen das ganz entspannt. Das ist mein entspanntes Let's Play hier, was ich nutze, um einfach mal runterzukommen. Von daher, ganz entspannt, Leute. Du hast dir deine Worte genau zurechtgelegt. Deine überzeugende Rede war mehr als der bloße Beweis, dass du der würdige Captain des letzten menschlichen Besatzungsteams des Universums bist. Ein toller Auftritt, Captain. Yeah, okay. Baby lässt dich wissen, dass er dich als Captain schätzt. Sehr schön. Okay. Kurz mal gucken, was wir alles haben. Verbandskasten, wichtig. Socke können wir jederzeit herstellen. Machen wir das doch direkt. Dass wir uns eine Socke herstellen. Das Spiel will einen doch verarschen, oder? Ich hab nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würdest dir was ausmachen beim Gehen, deine Hand nicht vor dem Mund zu halten? Alter, ist der zweite Tag und mir ist schon langweilig. Am Arsch. Das ist echt unglaublich, was dieses Spiel einem irgendwie ständig hinrotzt. Ja gut, er bleibt mir loyal und alles. Und ja, also ist nichts Schlimmes passiert. Außer, dass mein Computer... Der Computer ist schon kaputt. Dritter Tag und der Computer ist kaputt. Ich fasse es nicht. Na, wenigstens hatten wir Spaß und haben die Wand hier bekritzelt. Zumindest etwas. Und die Gasmaske. Oh, endlich. So. Intelligenzentscheidung.
Ja, hallo Captain, dürfte ich fragen, warum du diese Dateien ansiehst? Eigentlich solltest du den Inhalt meines digitalen Speichers nicht sehen. Oh, Protox, das ist eine spaßige Datei. Aber jetzt bitte nicht. Ah nein, das hast du getan. Du hättest das Programm nicht ausführen sollen. Protokoll X initiiert. Das ist ein geheimes Protokoll. Das sollte ursprünglich ein Experiment sein. Die Initiierung des Protokolls wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Benutze deine Fähigkeiten, tu irgendwas, Captain. Ja, klar, hier, Intelligenz. Boom. Ich glaube, wir werden mit Intelligenzsachen bombardiert, weil wir halt diesen Intelligenzbestientypen haben. Sockenpuppe, Protokoll X wurde deaktiviert, Captain. Du warst klug genug, dich in den Computer einzuhacken und das gefährliche Programm im letzten Moment zu stoppen. Puh. Ich hätte dir vermutlich von Protokoll X erzählen sollen. Ha, hast du aber nicht. Na, Baby bleibt loyal. Herstellung abgeschlossen. Nächster Tag gibt's Essen, ne? Oder? Es war doch schon eine erfolgreiche. Oder zählt das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, es läuft noch ganz gut. Muss ich sagen. So, Captain, wundervolle Neuigkeiten. Die Scanner haben einen Behälter aufgespürt, der in unserer Nähe durch den Weltraum schwebt. Was da wohl drin ist? Was? Nun, Captain, sollen wir versuchen, die Behälter an Bord zu holen? Ich glaube, da war nichts drin, aber ich glaube auch nicht, dass uns am Anfang jetzt hier gleich der Tod ereilt. Also ich denke, wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis jemand stirbt. So, Baby Bronco bekommt schon seinen ersten Bart. Sehr schön. Und ich weiß nicht, warum ein Mikrofon nicht an der Stelle bleibt, wo es bleiben sollte. Macht Platz. So, die geheimnisvolle Ladung, die unser Scanner gestern entdeckt hatte, ist nun an Bord. Öffnen 3, 2, 1, vollkommen leer. In Zukunft werden wir das Ding nicht mehr mitnehmen. Ich hab die ganze Zeit Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann mal was drin ist, aber vielleicht, wenn man überhaupt gar kein Essen hat. Dass das Spiel sich für dich entscheidet, dich überleben zu lassen, wenn du kein Essen hast. Naja. Was ist denn los mit meiner Maus? Ich muss sagen, ich habe hier gerade mein Energy ausgeschüttet, weil ich Spaß dran hatte. Ich dachte mir, hey, mein Tisch sieht so trocken aus, der könnte etwas zu trinken gebrauchen. Und dann habe ich einmal so rübergegossen. Natürlich nicht, ich bin gegengekommen. So. Ja, er findet es auch lustig, dass ich gegengekommen bin. Toll. Bist ein Held. Habe ich okay gedrückt? So, Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Anspannung. Maßnahme empfohlen. Schmeiß eine epische Party mit der Socke. Die hoffentlich jetzt nicht verschwindet. Und wir müssen überlegen, was wir recyceln möchten. Wir haben ja überhaupt keinen Stein und so, ne? Eigentlich müssen wir ein Upgrade machen. Wir müssen, ehrlich gesagt, das Herstellungsmodul upgraden. Und dafür müssen wir halt eine Sache verbessern. Wir haben leider nur 9 Energie. Das heißt, eine Sache muss recycelt werden. Und ich nehme vorübergehend mal die Waffe. Weil ich glaube nicht, dass die am Anfang so wertvoll ist. Nehmen wir die Waffe. Okay. Ja, neuer Tag, neues Glück. Ich bin pessimistisch, dass wir diesmal weit kommen. Weil ich habe schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Cool, Socke weg, Waffe weg. Jawohl. Ich hätte die Socke kaputt machen sollen, auseinanderbauen sollen. Das wäre. Ach nee, geht ja nicht, weil ich sie verwendet habe. Ich glaube, das Spiel ist so schlau. Naja. Das war eine tolle Party, Captain. Ich fand es großartig, wie du gestern eine Socke über die Hand gestülpt hast und so getan hast, als wäre sie ein Mensch. Offenbar einer namens Mary Jane. Und du hattest eine lebhafte Auseinandersetzung mit ihr. Nun, Verzweiflung schafft unerwartete Gesprächspartner, nicht wahr? Ich fand es ein wenig seltsam, als du angefangen hast, mit der Socke zu streiten und sie irgendwann zerrissen hast. Du hast ganz schön Temperament, Captain. Das Wichtigste ist, dass du etwas Dampf ablassen konntest. Ja, Okay. Ja, ich bin fit im Kopf. Wachsam, sehr schön. Immerhin sind wir jetzt wachsam. Hatten wir 8 Suppen? 1, 2, wir hatten 8 Suppen. Ich war gerade kurz im letzten Run und da hatten wir 11 Suppen. Ich dachte, da habe ich jetzt die doppelte Menge an Suppen verschwendet, plus 1 für die Statue. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein, oder? Viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Okay, dann machen wir das. So, wir können das hier noch nicht upgraden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie.
Stattdessen müssen wir halt einen anderen Gegenstand upgraden. Was nehmen wir denn da? Das Kommunikationsgerät upzugraden wäre nicht so schlau, weil wir es ja verlieren werden, sobald wir landen. Die Gasmaske ist auch nicht so schlau, weil die will ich nicht auseinanderbauen. Also ich tendiere zur Schaufel, weil die können wir, glaube ich, jederzeit neu bauen aus dem Geröll, den wir jetzt mittlerweile haben. Wieso haben wir 11 Mineralien? Wieso haben wir 40 davon? Hätten wir nicht viel weniger? Ich nehme es einfach hin. Ich hinterfrage dieses Spiel nicht. Wenn dieses Spiel mir Mineralien schenken will... Hier, ich habe hier 10 bekommen, ja. Und 5. Aber ich hatte doch 9 Stein. Und ich hatte weniger Chemikalien, oder? Ich nehme es hin. Danke. So, neuer Tag, neues Glück, erster Kontakt. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. Sie haben mir noch nie zuvor gesehen. Achso, so etwas. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Ja, verfügbar, bessere Schaufel. Sehr schön. Jetzt nehmen wir die Schaufel und basteln sie auseinander und kriegen halt 30 davon. Und dann können wir eine neue Schaufel bauen. Neue Sockenpuppe. Wir machen erstmal die Sockenpuppe fertig. Sir, Baby Bronco ist schon den ganzen Tag über schlecht gelaunt. Du willst wissen, was mit ihm los ist, Captain? Sagt Baby, keiner nimmt mich ernst. Alle mögen mich nur wegen meiner Muckis. Wenn ich mal ein Kompliment kriege, dann für meine Muckis. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich die Schwierigkeiten nicht wert bin, durch die ich mich immer boxe, jammerte er. Bin ich wirklich ein Klecks? Ich meine, ein Klotz am Bein? Deine Einschätzung, Captain? Wenn ich... Achso, ja... Nein, du bist kein Klotz am Bein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht negativ gemeint, was ich sage. Das ist verwirrend, weil normalerweise ist Daumen hoch, ey, super, weißt du, und Daumen runter, ah, du bist kacke. Aber in diesem Fall müssen wir, glaube ich, Daumen runter machen, weil er ist ja kein Klotz am Bein. Das ist schwer. Eine psychologisch schwere Frage. Wie sieht's aus? Essen, Leute? Nein? Gut. So. Wir müssen uns aber sehr zügig auch noch um zusätzliches Essen kümmern. Ich weiß nicht, wie lange unser Essen reicht oder ob wir noch irgendwas bekommen. Als Baby eine Sinnkrise hatte, hast du ihm versichert, dass er kein Klotz am Bein ist. Du hast ihm gesagt, dass seine Muskeln zwar hilfreich sind, aber sein Charakter und seine Leidenschaft ihn zum Liebling des Teams machen. Sehr taktvoll, Captain. Vor allem, wenn er das einzige Teammitglied ist. Hey, du bist mein Liebling. Das ist genauso wie... Wenn Reggie irgendwie zu Mr. Flauschig geht und sagt, oh, du bist meine Lieblingskatze, dann sage ich immer, er ist unsere einzige Katze. Und dann sagt sie, ja, aber das weiß er nicht. Ich glaube schon, dass er das weiß. Ich glaube, so doof ist er nicht. Babys Augen füllten sich mit Tränen. Du bist der Papa, den ich mir immer gewünscht habe, Captain, seufzte er. Meine Eltern waren nie gut zu mir. Ich bin nur hier, weil Mama und Papa Bronco mich bei den Cops verpfiffen haben. Sie haben mich in den Knast gelassen, haben gesagt, dass ich nicht ihr Sohn wäre. Das ist schon ein bisschen brutal, ne? Ihr wurdet von euren Gefühlen übermannt und Bronco lehnte seinen massiven Schädel gegen deine Schulter. Das Gefühl, jemanden oder etwas so zu beschützen, war dir vollkommen neu. Wir werden langsam hungrig, ja? Ja, na komm. Ich muss sie bei Laune halten. 4 Stück, wir müssen uns auf jeden Fall demnächst um Essen kümmern. Oh Gott, das dauert ja 2 Tage, das Ding. Oh. Naja. Okay, eine Teamaufgabe. Ich habe ein gewaltiges... zylinderförmiges Objekt unweit von unserer Position entdeckt. Es ist von außerirdischer Herkunft. Ich spüre kein Lebenszeichen, aber es könnte noch Vorräte dort sein. Wie willst du das Schiff plündern? Entweder mit Intelligenz oder mit Beweglichkeit. Also wenn ich meine Stats vom Team zusammennehme, haben wir Beweglichkeit weniger als Intelligenz. Ich glaube, Intelligenz haben wir mehr. Also rein. Logisch gesehen, weil wenn ich mir so das Team angucke, genial und geschmeidig und passabel und dumm.
Es negiert sich alles, ne? Hey, eine Intelligenzbestie und ein Idiot kann halt zusammen keine Intelligenzbestie ergeben. Aber da die Beweglichkeit passabel ist, sollten wir auf Beweglichkeit setzen. Es ist immerhin eine Teamaufgabe. Ja, und schon sind wir fast ohne Essen. Cool, ne? Auf eurer Suche nach Vorräten habt ihr das verlassene Alienschiff erkundet. Baby kam zur Unterstützung mit. Aber als ihr beide fast in einer warmen, klebrigen Pfütze ausgerutscht wärt, seid ihr lieber abgehauen. Du hast dir im verlassenen Schiff etwas eingefangen. Baby musste dein krankes Hinterteil zurück zum Shuttle schleifen. Du hast einen Parasit mitgebracht. Bezweifle, dass das gut ist. Ich bezweifle stark, dass das gut ist. Puh. Sieht es aus, als hätten wir einen Leck, Captain. Die Sprinkleranlage hat sich verselbstständigt und jetzt wird absolut alles nass. Du musst etwas unternehmen, bevor unsere Vorräte komplett absaufen. Beeil dich, du hast keine Zeit zu verlieren. Du musst die Wasserzufuhr über das Hauptventil unterbrechen und die Sprinkleranlage vorübergehend ausschalten. Ja, Intelligenz, das ist doch ganz klare Sache. Ganz klare Sache, Freunde. Beißt der Flauschig keinen Faden ab. So. Du hattest Erfolg, Captain, du warst klug genug, die Sprinkleranlage auszuschalten. Wie viele denn noch Intelligenzaufgaben, bis das Ding runtergeht? Oder geht es nie runter? Naja. Zumindest haben wir jetzt die Schaufel auseinandergebaut. Könnten jetzt wieder etwas verbessern oder wir stellen Feuerzeug oder Essen her. Nee, das kostet Stein, das Feuerzeug. Das können wir noch nicht machen. Ich kann dir noch keine Schaufel herstellen, ne? Shit. Ja, cool, ne? Also, ja. Das ist schon mal toll. Aber ich brauche noch das Doppelte an Ressourcen. Ich würde sagen, wir stellen noch zweimal Essen her. Weil die Jungs werden bestimmt bald wieder hungrig sein. Und wir müssen, glaube ich, 20 Tage überleben, bis es dann runtergeht auf die Erde. Ja. Sir, Baby Bronco hört nicht auf, seinen Schädel gegen meinen Terminalbildschirm zu schlagen. Du willst ihn davon abhalten, aber er liegt dir damit in den Ohren, dass er nie richtig lesen konnte und deshalb frustriert es. Er versteht nicht einmal alle Schilder auf dem Schiff. Er gibt zu, dass er zufällig in das Astro-Bürgerprogramm gestolpert war, als er auf der Flucht in das Astro-Bürger-Ausbildungszentrum eingebrochen war. Er hat nicht einmal den Eingangstest absolviert. Das erklärt einiges, Captain. Babys Muskelkraft hatte ihm sonst immer Ärger eingehandelt, dass er sich damit rausboxen konnte, war für ihn neu. Ich habe Gefängniswärtern auf die Mütze gehauen. Die haben meinen Freund, den alten Mann, rumgeschubst. Dann gab es einen Aufstand und ich habe mich aus dem Kittchen verzogen. Du bist sprachlos. Er fragt, ob du ihm das Zeug auf dem Bildschirm erklären kannst. Was hältst du davon, Sir? Ja, ich meine, wir müssen ja Freunde bleiben, ne? Seelenver. Oh Gott. Seelenverwandte. Hoffentlich empfindet Emmett genauso. Das könnte sonst nach hinten losgehen, wenn Emmett ihn zurückweist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Ja, super. Ein paar Stunden lang hilfst du Baby beim Lesen lernen. Es hat ein wenig gedauert, aber nach einer Weile siehst du, wie ihm ein Licht aufgeht, im übertragenen Sinne, versteht sich. Oh, bricht er es aus ihm heraus. Sonst habe ich meine Muckis nur benutzt, um anderen weh zu tun. Jetzt kann ich sie vielleicht für Gutes einsetzen. Baby hat ein provisorisches Fitnessraum, hat einen provisorischen Fitnessraum für dich aufgebaut, mit Ausrüstung aus dem Shuttle. Er hat ein Trainingsprogramm zusammengewürfelt und dich durch ein heftiges Training geschleudert. Als du hinterher nach Luft japsend am Boden lagst, nahm er dich in seine gewaltigen Arme und sagte, dass er dich liebt. Du hast seine Umarmung erwidert, dieser Kerl hat den Verstand einer rostigen Schraube, dafür aber ein gewaltiges Herz. Oh. Baby glaubt immer noch, dein Seelenverwandter zu sein. Oh, süß. So, eine Suppe stellen wir noch her und dann kümmern wir uns um Upgrades.
Wir haben nichts davon. Captain, wach auf, wir nähern uns einer Art Himmelskörper. Er ähnelt einem Mond, aber ich glaube, dass es eigentlich ein kleiner Planet ist. Ich führe einen schnellen Scan durch. Scan abgeschlossen. Ich hatte recht, ein kleiner, felsiger Planet ohne organische Lebensform. Aber dort unten herrscht reines Treiben. Merkwürdig, meine Scanner können noch einige Bauten, vielleicht sogar Städte entdecken. Captain, wenn du sicher auf diesem Planeten landen willst, dann wirst du dich um eine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen. Ja, können wir nicht machen. Können wir nicht machen, da ist ein Planet. Okay, wir müssen den nächsten Planeten ansteuern. Wir müssen noch ein bisschen überleben. Ach, Mist. Scheiße. Ja, tschüss, Planet. Mist. Okay, verbessern wir das Artefakt. Das ist jetzt nicht so wild, wenn das weg ist. Mist, das ist nicht gut. Baby scheint beunruhigt zu sein, Captain. Er sagt, dass er immer trainiert, wenn er traurig ist. Aber in diesem Shuttle ist das nicht möglich. Er hat doch extra einen scheiß Trainingsbereich gemacht. Wo ist das nicht möglich? Ob Hanteln, Stämmen im Gefängnis oder gelegentliches Fußballtraining, durch Training kann er seinen Kummer entfliehen. Ein Besuch im Fitnessstudio war eines der wenigen Dinge, die seine Eltern ihm erlaubten. Plötzlich fixiert er dich mit einem Blick und beginnt auf und ab zu springen. Er fragt, ob er dich drücken darf, also wie beim Bankdrücken. Das Angebot ist mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einmalig, Sir. Nee. Ich kann es nicht gebrauchen, dass ich verletzt bin. Es tut mir leid, Baby. Ich will nicht, dass du mich umhaust. Als Baby dich fragte, ob er dich als provisorisches Trainingsgerät benutzen konnte, sagtest du ihm, dass du Höhenangst hättest. Außerdem hast du ihm gesagt, dass du keine Metallstange seist. Das schien ihn nicht wirklich zu interessieren, Captain, aber den Rest des Tages verbrachte er damit, abwesend vor- und zurück zu wippen. Er ist so stark wie ein extrem großer Bär, Sir. Es würde nicht schaden, ihm ein paar Gewichte heben zu lassen oder zumindest ein Besetzungsmitglied. Ist mir egal. Die sind immer noch seelenverwandt. Besonderes Artefakt. So, aber erstmal gucken, brauchen wir es? Nein. Nur sicherheitshalber. Denn wir bauen es jetzt nämlich auseinander. Captain, eine Botschaft einer anderen KI geht bei uns ein. Seid gegrüßt, Fleischmaschinen. Wir sind die Legion der Chaos-Roboter. Wir führen keine Logbücher oder wechseln nie unser Öl. Unsere Drähte sind lang und werden nie gekappt. Wir sind das Chaos des Universums. Fleisch verkörpert Ordnung. Deshalb müsst ihr alle vernichtet werden. Wir sind Legion. Wir sind Chaos. Es lebe Chaos. Captain, eine gewaltige Energiesignatur nähert sich mit Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit unserem Standort. Ax, solche Idioten bringen andere KI in Verruf. Ich kann dir nichts raten. Du könntest sie mit einer klugen Ansprache oder einer Machtdemonstration abschrecken. So oder so hast du nicht viel Zeit. Ah nein. Warum sind die jetzt schon wieder da? Oh Gott. Die machen uns doch kaputt. Oh. Oh. Ja gut. Wir gleich tot. Erste Folge tot. Unglaublich, Captain. Deine Antwort konnte die anrückende Legion der Chaos-Roboter abschrecken. Du hast geantwortet, hallo. Hier spricht Captain Emmett Alice. Euer Angebot kann derzeit nicht akzeptiert werden. In dieser Gerichtsbarkeit beträgt die Antragsfrist für die Vernichtung von Fleischmaschinen in der Regel 3 Monate. Darüber hinaus müssen alle Anträge schriftlich per Einschreiben eingereicht und unterschrieben werden. Mein Anwalt Baby Bronco ist gern bereit, die Sache vor Gericht zu bringen. Es grüßt der Captain. Die Roboter waren so in Aufruhr, dass sie nicht einmal alle in dieselbe Richtung fliegen konnten. Wie Schrott in einer Supernova wurden sie verstreut. Der legendären Tüchtigkeit unserer Besatzung waren selbst 1 Million Chaos-Roboter nicht gewachsen. Da steigt das Selbstgefühl. Und schlauer fühlt ihr euch auch. Du bist weiterhin fit im Kopf. Ich frage mich, was mit dieser Infektion ist. Wann bricht sie aus? Da! Ich habe schon wieder Steine dazu bekommen. Na gut, machen wir das Ding fertig. Aber vielleicht sollten wir das Feuerzeug machen. Ja.
Gut, Suppendosen können wir später immer noch machen. Müssen wir als nächstes wieder machen. Ahahaha. Werter Herr, ich erkenne eine ungewöhnliche Störung in unserem Mini-Reaktor. Siehst du die Lichtmembran? Das Raum-Zeit-Kontinuum öffnet sich. Auf der anderen Seite reden und bewegen sich Gestalten. Nicht durch Austausch von exotischen Materie oder Riskier. Was sollen wir tun? Bieten wir ihnen etwas an oder versuchen wir zu kommunizieren? Wir müssen kommunizieren. Wir können ihnen die Statue leider nicht anbieten. Schade. Momentan nehme ich echt die falschen Entscheidungen. Ich habe das Buch bekommen. Telefon kann ich herstellen ohne Ende. Aber ich habe das Buch bekommen. Ah, der Raumzeitriss in der Mini-Reaktorkammer blubberte immer noch vor sich hin, als du deinen Kommunikator herausholtest. Gerade als du eingeschaltet hast, erschienen ein paar Arme mit Astrobürgern aufnähern aus dem flackernden Ding. Ein Armriss dir den Kommunikator aus der Hand, während der andere dir ein Astrobürger-Handbuch gegen die Brust drückte. Du hast versucht hineinzugreifen, doch der Riss war bereits verschwunden. War das jetzt die Zukunft? Wussten sie, dass wir dieses Buch brauchen? Ja, wir haben das Artefakt wieder und wir haben 18 Energie. Wir brauchen den Kommunikator ganz dringend. Gut, Freunde. Ja, wir müssen erstmal essen. Ach, nee, ich mache erstmal den Kommunikator fertig. Ich habe ja noch ein bisschen was zu essen. Und dann gucken wir mal. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder und vielleicht erfahren wir dann auch, was das für eine Infektion war, die wir bekommen haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das lehnt ein bisschen an Alien. Wenn mir da so ein Alien aus dem Arsch sprießt, könnte unschön werden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.